Herzlich willkommen zurück zu Die Kunst des Mordens, Geheimakte FBI. Ja, ich habe diese Folge schon mal aufgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wo unsere Ergebnisse alle lagen. Ich glaube, wir müssen jetzt. Problem war, er hat. Es klappte alles nicht so ein bisschen mit der Tonspur. Von daher, ja, was soll ich euch da sagen? Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal hier an dieser Stelle die Blutuntersuchungen gemacht. Sehe ich das richtig? Ja, da fehlt nämlich schon ein Reagenzglas. Hatten wir die Blutuntersuchungen eventuell der Opfer? Genau, Hier sind die Blutgruppen und DNA-Analysen der restlichen Opfer. genau. Und Blutgruppen die. und DNA-Analysen der restlichen Opfer. Hör auf, mich permanent zu unterbrechen. So. Schweres Wort, unterbrechen. Ja, jedenfalls, was habe ich gemacht? Ich bin mit diesen Blutergebnissen zu meinem Computer. Genau, da sind nämlich die Ergebnisse, die wir gerade gemacht haben. Und wir können das mit den anderen Laboruntersuchungen vergleichen. Auf diesem Messer ist das Blut des ersten Opfers Henry Fairbanks. Jetzt wird Uaquero nicht so leicht davonkommen. Das hoffe ich. Gut. Wie war das jetzt nochmal? Ja, es ist zwar gerade mal so, keine Ahnung, eine Stunde her, dass ich die Aufnahme. Ich habe die Warte. Ah. Blutuntersuchungsergebnisse von Uaqueros Messer. Es ist das Blut des ersten Opfers. Jetzt kommt er uns nicht davon. Er ist uns bereits davongekommen. Wie denn? Ist er geflohen? Wir bekommen nichts mehr aus ihm heraus. Die Wächter haben ihn beim Fluchtversuch erschossen. Aber zumindest wird es keine Opfer mehr geben. Das weiß man nie mit Sicherheit. Oh. Eieiei, das sind ja tolle Nachrichten. Rutchen, was sagst du denn zu dem Thema? Er ist sauer. Das wundert mich nicht. Aber seine Anmerkung über die Opfer war wirklich furchteinflößend. Ich hoffe, dass wir keine Opfer mehr auf dem Boden eines Docks finden werden. Eher in einem Luxus-Apartment mit der Aussicht auf den Central Park. Hören wir lieber auf mit dem dummen Geschwätz. Wir sollten froh sein, dass ein weiterer Bandit unter der Erde liegt. Und das ist ein guter Schluss. Ich find's witzig, wenn ich so auf meine Frames an dieser Stelle gucke, ja, und auch wie sich die Maus bewegt. Die Frames gehen hier richtig runter. Ich meine, das ist ein recht genialer Computer, aber nur an dieser Stelle. Verstehe ich nicht. Naja, ich muss nicht alles verstehen. Gut, hier ist sonst nichts mehr zu machen. Der Chef hat die Bude verlassen. Dann gehen wir mal wieder raus. Huaquero ist erschossen worden bei dem Versuch zu fliehen. Das ist immer sehr komisch, wenn sowas passiert. Was heißt komisch? Eher merkwürdig. Was müssen wir jetzt noch tun? Wollte ich dann ins Museum fahren? War das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mich Mein tierisch Gefühl sagt geärgert. mir, dass es noch nicht das Ende dieser Geschichte ist. Was ist mit dem goldenen Kopf aus dem Maklerhaus passiert, den ich im Depot abgegeben habe? Stimmt, da war was. Genau. Lauf mal ein bisschen schneller, liebe Nicole. Verschlossen. Doch zum Glück habe ich eine Magnetkarte. Ja, ich weiß. Hier, Magnetkarte. Es ist so klasse. Ja, da ist ja der Kopf. Her damit. Kopf einer präkolumbischen Figur. Sehr schön. Nimm ihn. Oh, hier ist der goldene Kopf aus dem Haus des Maklers. Sehr schön. Wir haben Kopf ihn. einer präkolumbischen. Ja, das haben wir gehört. Halt, da ist kopflose Körper Goldfigur. einer präkolumbischen Figur. Dann nimm sie. Körper einer präkolumbischen Figur. Jetzt kann ich mich den Figuren widmen. Okay, jetzt kannst du dich den Figuren widmen. Dann setz doch einfach mal den Kopf auf den Körper. Ich versuche, sie aneinander zu passen. Sie passen. Ein Versteck öffnet sich. Spannung steigt. Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, was man hier alles verstecken kann. Ah, doch, das kannst du. Beutel mit weißem Pulver. Das riecht nach Drogen. Ich werde es im Labor überprüfen. Dann mal los, Nicole.
ab mit dir ins Labor. Überprüfe diese Proben. Labor. Aber interessant, ne? Da haben die tatsächlich Drogen. Aber was zur Hölle haben die Drogen mit den Morden zu tun? Warte, wir... Nee, ich brauche, glaube ich, erst ein Reagenzglas wieder. Leere Reagenzgläser zum Untersuchen von Substanzen. Sehr schön. Dann brauche ich... Hab ich nicht? Doch. Sehr nützliches Ding. Richtig. Das Wattebäuchchen... Die Untersuchungen werden meine Vermutungen bestätigen. Ich hoffe. Ich hoffe sehr. Sehr gut, dann ins Analyse... Dieses Gerät dient für andere Messungen. Ja gut, da ist ja noch ein zweites, leg das mal außer Hand. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir finden. Reinstes Heroin. Das ist aber eine Überraschung. Im Museum war der Schlüssel für das Drogendepot versteckt. Hat Warren etwas damit zu tun? Das reicht noch immer nicht, um Warren festzunehmen. Ha, dann müssen wir wohl oder übel ins Museum und dort mal schauen. Ich glaube, ich möchte die Figur aber erstmal noch wieder ins Depot packen und uns dort mal genauer umschauen. Verschlossen. Ach. Doch zum Glück habe ich eine Magnetkarte. Ich mache doch echt immer denselben Fehler, oder? Zack. Und diese Drogen werde ich auch mal hier lassen. Ab damit ins Regal, zack. Das sind Beweisstücke. Den Kopf genauso. Wie oft kann man das versuchen? Ja, ist ja gut. Falsche Kombination. Hä? Diese Sachen passen nicht zueinander. Warum nicht? Warum legst du den Körper dahin und... Und wenn ich es noch mal versuchen würde? Nerv mich nicht. Diese Sachen passen nicht zueinander. Wieso legst du den Körper dahin, aber diese Figur nicht? Das verstehe ich nicht. Egal. In diesen Kisten war tatsächlich noch mal was, und zwar der Schlüssel. Sehr nützliches Ding. Ja, warum sie diesen Schlüssel aufnimmt, das erfahrt ihr leider ja später. Wie gesagt, ich habe das vor kurzem schon aufgenommen und dann musste ich leider feststellen, dass das mit dem Ton überhaupt nicht passte und musste dann... Alles nochmal neu starten. Rutchen, ich habe Drogen gefunden. Lass uns Party machen. Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, wo sonst hin mit diesen blöden Drogen. Drogen sind nichts Gutes. Hier, Rutchen, für dich? Nee, will sie nicht. Ich kann auch nicht mit ihr reden. Schätzchen, einen Augenblick. Ich muss dringend was erledigen. Ja gut, dann eben nicht. Wir wollen sowieso ins Museum. Jetzt beruhigt euch mal. Ey, die Frames, dass sie da runtergehen, das verstehe ich nicht. Also das ist mir echt ein Rätsel. Die liegen immer so zwischen 1500 und 14. Ach, mein herrlich. Gefühl sagt mir, dass es noch nicht das Ende dieser Geschichte ist. Ich versuche noch etwas aus dem Foto herauszubekommen. Ah, okay, gut, dann kümmern wir uns mal darum, dass wir nochmal an den Computer herangehen. Zack, hinein ins gute Büro. Zack, bin ich ja mal gespannt, was sie so herausfindet. Ich wäre jetzt direkt ins Museum gefahren. Aha, nochmal. Ich versuche noch etwas aus dem Foto herauszubekommen. Einige Filter können Wunder bewirken. Im Hintergrund, hinter der Gestalt, kann man einen Raum sehen. Vielleicht ein Keller oder ein Lagerraum. Eine Säule stützt das Bogengewölbe, was auf ein altes Gebäude hindeutet. Unter der Decke befinden sich eine Lüftung und andere Geräte. Das Licht beleuchtet teilweise ein altes, staubiges Plakat. Moment mal, ich habe es schon gesehen. Im Museumskeller vielleicht? Ich muss dorthin fahren, um es zu überprüfen. Ja, das machen wir natürlich unbedingt. Ja, jetzt können wir ins Museum fahren. Ja, das war meinen Gedanken schon wieder entfleucht, dass ich das noch machen musste. Aber dass sie die Figur einerseits da reinpackt und alles andere dann nicht, das ist... na, egal. Egal! So, wir versuchen jetzt einmal den guten Menschen da zu überführen. Den guten Warren. Mal gucken, ob es klappt. Ah, okay.
Der Chef ist nicht da. Macht nichts. Ich wollte mich nur dort unten umschauen. Das ist nicht möglich. Ohne einen Durchsuchungsbefehl dürfen Sie das nicht. Wir können uns doch einigen. Na klar, dadurch hätte ich beinahe meinen Job verloren. Nick hat nach Ihnen gefragt. Na, hören Sie auf. Sie haben keine Chance. Gut, netter Versuch, aber es klappt nicht. Der Chef ist... Macht nichts. Das ist... Wir können... Na... Nick... Na, hören Sie auf. Ich bin nach diesem Gespräch beim letzten Mal nochmal wieder zurückgefahren, weil ich gedacht habe, im Büro des FBIs müsste ich mir einen Durchsuchungsbefehl oder so abholen. Das funktioniert wiederum nicht. Was allerdings funktioniert hat, war Folgendes. hier können wir uns tatsächlich diese Figur mit dem Behälter, den wir da draufgestellt haben, nochmal anschauen. Was funktioniert hat, ist diese Schüssel. Dieser Teller muss eine Kopie sein, wenn er ohne jede Sicherung hängt. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Nur für den Fall, natürlich, natürlich, natürlich. Für den Fall, dass wir den Pförtner ablenken müssen. Lauf rüber da. Los, ein bisschen schneller, liebe Nicole. So, hier ist eine wunderbare Laborvergrößerungsglas. Dieses Vergrößerungsglas wird wohl zum Lesen alter Karten gebraucht. Sehr nützliches Ding. Genau, sehr nützliches Ding. Und hier hinten gibt es noch Alufolie. 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 Zack, eingesteckt. Mit dem Ganzen gehen wir jetzt hinüber zur Orangerie. Ich weiß, ich klinge vielleicht ein bisschen gelangweilt. Also ich habe tatsächlich das Ganze jetzt vor einer Stunde ungefähr neu aufgenommen. Zum ersten Mal aufgenommen, dann klappte es ja mit der Tonspur. Gut, dass ich es mir angeguckt habe, sonst hätte ich mich tierisch geärgert. Und habe dann, ist natürlich irgendwie das, wenn es weiß, wie es geht, warum sollst du da großartig herumtun und was weiß ich. Hier, da vorne, Temperatursensor. Ja, es gilt, diesen Strahl auf den Sensor zu richten. Dafür kann man... Nein, das war keine gute Idee. Hallo? Geh da mal rüber. Warum bewegt die sich nicht? Alte! Mach mir nicht fertig hier. Das war eigentlich so gedacht. Da. Schüssel und Figur. Wollte ich doch gerade meinen. Auf die Schüssel packen wir dann die Alufolie. Ja, und dann wird das Licht schön abgelenkt. Allerdings müssen wir das Vergrößerungsglas nochmal umstellen. Diese Lupe. Wie oft kann man das versuchen? Hä? Das ging doch vorhin noch. Und der Alarm geht los, genau. Wir rennen rüber. Und da steht dann auch schon der Pförtner. Was ist da schon wieder los? Ich habe keine Ahnung. Ich habe diese wunderschöne Keramik untersucht, als die Alarmanlage losging. Ich muss wieder einen Rundgang machen. Ich werde den Eingang überprüfen. Genau, ganz wichtig, den Eingang überprüfen. Ja, und ab mit dir in den Keller, liebe Nicole Bonnet. Das war nämlich das Ding. Wir müssen einfach nur diesen Pförtner ablenken. Ja, super. Und jetzt müssen wir das Licht nochmal neu einstellen. Ach, was mich das doch freut. Gucken wir mal. Ja, jetzt müssen wir hier hinten vielleicht noch ein bisschen Licht schaffen. Nein, das war falsch. Das ist immer das Doofe. Das ist so ein blödes Try-and-Error-Spiel, was ich echt doof finde. Nein, das ist nicht des Rätsels Lösung. Warte. Nope. Nein. Nein. Ich erkenne da auch kein Muster drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt fehlt nur noch ganz hinten das Licht.
Jetzt ist alles aus. Super. Okay. Da geht sie noch nicht los, ne? Nein, weil es hier dunkel ist. Ich würde mich gerne dort umschauen. Genau. Aber wie soll ich den Weg in dieser Dunkelheit finden? Das ist echt blöde. Jawohl. So soll's sein. Ich würde mich gerne dort umschauen. Aber wie soll ich den Weg in dieser Dunkelheit Kann finden? Kann sie nicht hier rum? Außenrum? Ich würde mich gerne... Okay, ist gut, ist gut. Ich dachte, das wäre des Rätsels Lösung. Nein, war es nicht. Aber wenn ich jetzt tatsächlich so ein bisschen auf den Wecker gucke, würde ich mal sagen, wird es wieder Zeit für einen Schnitt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Und ich hoffe, mit der nächsten Folge klappt alles wieder mit der Aufnahme, wie es sein soll. Ich werde mir diese erstmal lieber anschauen. Tschüss!